Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder zwei Gäste neben mir, und zwar einmal den Philipp und die Sandra. Hallo. Die beiden waren ja auch schon zuletzt in der Rezension von Adventure Island mitzusehen und wir haben uns etwas ganz Besonderes überlegt, was noch nie irgendwie im Brettspielbereich bei YouTube zu sehen war. Wirklich ein sehr innovatives Format, denn wir machen ja eine Top-Liste. Ja, wir machen eine Top-Liste, da gibt es jetzt folgende Einschränkung, nämlich es gibt gar keine. Also es gibt jetzt keinen gewissen Mechanismus oder so, den wir da jetzt im Fokus haben, sondern einfach unsere Lieblingsspiele. Ich habe einfach meine 20 Lieblings-Monopoly-Varianten genommen. Genau, da gibt es ja 50, deswegen ist die Auswahl da sicherlich gar nicht so leicht gewesen. Ja, also unsere Top-Listen von wirklich unseren Lieblingsspielen, vielleicht noch kurz irgendwie so, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Ihr beide, ihr spielt da jetzt noch nicht so lange, ihr seid ja jetzt noch nicht so lange Spieler, oder? Genau, circa 2 Jahre, ne? Ja. Sind wir quasi wirklich in dem Hobby richtig drin. Habt aber in diesen 2 Jahren alles, was es so auf Kickstarter gab, mit unterstützt. Ja. Und alle Vielspielerspiele, die so in letzter Zeit rausgekommen sind und davor irgendwie euch noch zugelegt und ja, habt quasi eine Menge aufgeholt. Sag ich absolut. Mal. Ja. Man hofft, dass man das an der Liste sehen wird. Ich denke mal. Denn wir werden ja, denke ich mal, schon ein paar unterschiedliche Titel mit dabei haben. Also ja. Sachen, die ihr vielleicht ganz einfach auch noch gar nicht kennt, die ihr vielleicht nur mal gehört habt, aber noch nie gespielt habt. Und ja. Ja, wir machen es so, dass wir erstmal die Plätze 20 bis 11 heute machen. So, jetzt muss ich mich doch nochmal melden. Ich bin gerade beim Schnitt des Videos und ja, da ist mir natürlich aufgefallen, auch während des Drehs des Videos ist uns schon aufgefallen, dass es doch recht lang geht und deswegen haben wir uns auch schon während des Drehs dazu entschieden, die Plätze 20 bis 16 Uhr zu machen, also nicht 20 bis 11, wie eben gerade gesagt. Ja, machen wir ganz einfach dann im nächsten Video dann dort unsere 15 bis 11, versuchen uns da dann aber auch ein bisschen zu straffen, also ein bisschen kürzer dann zu reden. Und ja, ansonsten kurz noch 2, 3 kleine Infos jetzt für das Video, und zwar, ihr seht immer dann über der Person jeweils dann eingeblendet, welche Platzierung gerade behandelt wird, und außerdem seht ihr unten immer noch diesen weißen Balken von links nach rechts laufen, wie lange wir quasi dann über genau diese Platzierung dann sprechen. Da könnt ihr dann quasi vorspulen, wenn euch das vielleicht gerade nicht interessiert, und vielleicht zur nächsten Platzierung springen. Ja, ansonsten geht es jetzt wieder zurück ins Video. Und ganz kurze Information, wie wir unsere Liste gefunden haben. Also, ich bin so vorgegangen, ich habe erstmal vor kurzem meine ganze Brettspielsammlung bei BoardGameGeek eingepflegt. Also die ist jetzt relativ up-to-date, bis auf ein paar Expansions, Promos und so. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, die einzupflegen. Aber so die ganzen Base Games, die sind auf jeden Fall alle drin, und ja, dann bin ich einfach mal so durchgegangen, habe wirklich gezielt Spiele rausgeschrieben, die mir sehr gut gefallen, wo ich wirklich denke, die kommen in eine Top-Liste, und dann bin ich bei ungefähr 30 Spielen gelandet. Okay. So unsortiert. Ja. Und dann, letzte Spielleiter-News, habe ich ein Online-Tool vorgestellt von pubmeeple.com, wo man wirklich dann Brettspiele gegeneinander antreten lassen kann. Also immer so 1 gegen 1 und dann quasi sagen kann, mir gefällt das im Vergleich zu dem besser. Und da ist meine Top-Liste bei rausgekommen. Da habe ich diese 30 Spiele reingeschmissen quasi, und er hat dann immer gefragt, was gefällt dir besser als das und dem. Also im Endeffekt einfach mathematische Geschichte steckt da dahinter, dass jedes mit jedem verglichen wird und entsprechend gerankt, und da ist meine Top-Liste bei rausgekommen. Mhm. Ja, bei euch so? Cool, also bei mir ist es ja eigentlich ähnlich. Ich hatte nur nicht so eine coole App wie du, sondern ich habe das halt noch mit Stift und Papier gemacht. Also das heißt, ich habe es aufgeschrieben, habe auch so meine, ich hatte auch 30 ungefähr so raus. Stand das vorm Regal, ne? Hast du das mal hauptsächlich genau, vorm Regal? Genau, vorm Regal. Ich auch ähnlich so, ja. So wie bei dir hier, genau. Und dann waren auch 30 die wirklich sehr, sehr top waren, die für mich sehr, sehr rausstachen gegenüber den anderen. Und dann habe ich das eben aufgeschrieben, diese 30. Mhm. Und dann habe ich immer auch so verglichen. Erstmal habe ich gerankt, dass ich gewisse, ja, wie Schulnoten gegeben habe. Okay. Mhm. Und dann habe ich unter den Schulnoten dann mir die angeguckt, also kategorisiert erst einmal. Und dann habe ich geschaut, welches spiele ich jetzt am liebsten, auf was habe ich jetzt am meisten Lust, das zu spielen. Und so ist das auch entstanden. Mhm. Also so war das bei mir. Bei mir ganz kurz, ich habe meine Spiele immer getrackt bei BoardGameGeek, habe da auch Noten vergeben.
Dann habe ich danach erstmal gefiltert. Okay. Alles, was bei mir quasi mindestens eine 7 war, ist übrig geblieben. Mhm. Und habe dann die Liste, muss noch ein bisschen ausholen, wir haben ursprünglich sogar mal eine Top 100 gemacht, dann halt auf die 20 Spiele beschränkt. Ne? Und das sind dann diese 20 Spiele sind bei rausgekommen, wobei man das sagen muss, ist schon schwierig. Ne? Sind schon ein paar harte Fälle dabei. Ja, ist mir auch ähnlich gegangen. Also klar, von den 30 sind halt dann 10 hinten runtergefallen. Ist halt schade, ist aber auch sicherlich ähnlich. Aber finde ich spannend, dass wir recht unterschiedliche Ansätze haben, ja. Wo wir eben zu dieser Liste dann gekommen sind. Ist dann trotzdem auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Aber wenn ich das definitiv nach meiner Bewertung mache, habe ich dann immer Spiele dabei, wo ich an dem Tag sage, jetzt mal wieder das Spiel. Ja. Und deswegen Stand heute. Vor allen Dingen, was man halt eben in der Vergangenheit gespielt hat, ist ja natürlich ein bisschen mehr im Gedächtnis, als jetzt irgendwie ein Spiel, was vor 2, 3, 5, 10 Jahren oder so rausgekommen ist, was aber vielleicht trotzdem halt gut ist, ja. Richtig. Ja, ich würde sagen, genug der Vorrede, würde ich sagen, fangen wir dann mal an. Und ich würde mal den Anfang machen. Okay. Sehr gern. Dann also Ladies first quasi. Fast, ja. War das jetzt eine Anspielung? Findest du, nein, ich finde das richtig. Okay, gut. Ich gucke nochmal drauf, aber eigentlich, genau, so, war es mir schon klar. Wir machen das so ein bisschen rätselmäßig, soweit wie es geht eben bei den Spielen, dass ihr mit ihr ein bisschen mitraten könnt und die beiden natürlich auch mit ein bisschen mitraten können. Exit. Wollte ich jetzt raten gesagt. Adventure haben. Island, Mann. Adventure Island, nein. Oh. Wir machen keine Plotliste. Bitte, bitte, bitte gib uns Hinweise. Genau. Okay, es ist ein Worker Placement Spiel. Mhm. Es ist, so sagt man zumindest, das Spiel, was wohl den Mechanismus auch erfunden hat. Also wo es zumindest als allererstes vorgekommen ist. Ist dementsprechend natürlich ein bisschen älter. Worker Placement Spiele gibt es ja schon, ja, gibt's ja schon ein paar Tage, ne? Ich, erfunden? Ich glaube, ich weiß es. Ja, nein, ich glaube, ich weiß es nicht. Ursprünglich aus einem französischen Verlag. Dieser französische Verlag hat die Eigenheit, dass jeder Spieltitel ein Y und ein S im Namen haben. Tro. Was? Nein, löse auf. Caius. Caius. Richtig. Richtig. Ich hole kurz das Spiel. Das kenne ich nicht. So, hier ist es. Das ist, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube, das ist wirklich die zweite Auflage davon. Danach hat sich das Cover auch ein bisschen geändert und ich glaube, gab auch ein paar kleinere Modifikationen. Ist von Ystari Games, hoch damals auch im Vertrieb gewesen hier, damals noch mit dem alten Logo. Und ja, ist wirklich wohl mit das Spiel, was so als erstes den Worker Placement Mechanismus inne hatte. Und ja, also ich fand es grandios damals. Ich habe das in der Spielbox gelesen, da wurde das vorgestellt und als Spiel, was keinen Glücksfaktor hat, wo alle Faktoren beeinflussbar sind und Strategien, die man sich zurechtlegen kann und Interaktion, dass man eben steuern kann. Da gibt es so einen Mechanismus, dass man eben quasi, also vielleicht ganz, ganz kurz noch angerissen, die Gebäude, wo man quasi die Worker einsetzen kann, die bauen wir erst. Die bauen wir erst entsprechend einer Straße lang. Oh, ähnlich wie. Und genau, ähnlich wie, aber da war es wirklich das erste Mal so richtig. Und es werden dann die Gebäude auch nur abgewertet quasi, also die werden nur gewertet bis zu einer bestimmten Figur. Und diese Figur können die Spieler aber beeinflussen. Der eine bezahlt halt, um den weiter nach vorne zu setzen, weil er halt seine Gebäude mitgewertet haben möchte oder dass sie halt drankommen. Der andere versucht das zu verhindern und schiebt ihn wieder zurück. Mhm. Ja, so gibt es da halt Mechanismen. Wir können ja auch noch bei einer Burg irgendwie mit unterstützen, mit am Bau und so weiter und so fort. Also, du hast gesagt, das ist noch neu aufgelegt. Also gibt es das aktuell noch oder ist es quasi trotzdem? Es ist so, hatte ich auch vor kurzem in meinen Spielleiter-News, dass es davon eine neue Auflage geben wird. Also komplett neu. Das wird nochmal neu rausgebracht. Weil ich sag mal, von den Mechanismen her klang es ja ziemlich spannend. Ne? Wenn es ist wirklich optisch nochmal vielleicht ein bisschen auf aktuellen Stand Carpe Diem-mäßig anpasst, dann ja. Also ein bisschen was hellgrünes. Nee, also wir beide haben das noch nicht gespielt. Ne? Nein, also gar nicht. Das dachte ich mir schon. Gibt es übrigens auch als App. Ist relativ, also ist jetzt nicht so verbreitet, die App. Gibt es aber auf jeden Fall für iOS. Habe ich sogar auch und habe es damals auch sehr viel gespielt und fand es richtig, richtig cool. Und ja, hat deswegen, obwohl ich schon lange nicht mehr gespielt habe, meinen Beginn quasi in der Top 20-Liste gemacht. Also es ist auch ein bisschen, ja, Retro, so in dem Sinne. Und genau. Platz im Herzen. In einem Platz im Herzen, ja, genau. Ja, okay. Definitiv. Schön, ja.
Also vom, es hört sich ja an wie Great Western Trail, wenn man so Häuser baut. Ja, kommt ein bisschen so in die Richtung hin, ja. Schön, okay. Gut, dann würde ich sagen, jetzt macht's dann doch weiter. Jetzt mache ich weiter, ja. Okay. Also, meine Nummer 20. Mal sehen, ob er es errät. Und zwar, es ist ein Spiel, ein Engine-Builder-Spiel. Okay. Es ist recht neu. Okay. Das Thema Flügelschlag. Ist... Flügelschlag. Ja. Ich wollte noch ein bisschen warten, Mensch. Hättest du noch ein bisschen Zeit geben können. Ja, genau. Okay. Es ist Flügelschlag. Ich hol's kurz. Ja. Okay, da ist es, das gute Stück. Es sieht natürlich, natürlich sehr, sehr schön aus. Das Thema gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist, finde ich, schon ein Familienspiel, aber für Familien, die schon spielbasiert, also sagen, ja, unterwegs sind. Ich finde das halt sehr schön mit den Vögeln, die verschiedenen Karten. Es schreit natürlich auch nach einer Erweiterung, dass man noch mehr Vögel kennenlernt entlang des Globus. Also zurzeit ist es hier vor allem amerikanische Vögel. Mhm. Ja, aber ich finde das halt sehr, sehr schön mit dem Mechanismus, dass man sich halt, dass man halt bestimmte Aktionen hat und genau, Aktionen hat und dann darauf eben aussucht, was man möchte. Ja, man macht es relativ solitär, finde ich. Also man stürzt sich da kaum. Ja, am Ende, das stört mich jetzt nicht so. Das Einzige, was ich vielleicht, einen kleinen Wermutstropfen, ja, die letzte Aktion, das stimmt schon, das ist eher Eierlegen, ja, okay. Aber dann ist das halt so. Also ich finde das jetzt auch nicht so extrem schlimm. Ja. Was sagt ihr? Finde ich auch nicht schlimm, dass mit dieser, in der letzten Runde da dieses Eierlegen. Und ist auch nicht immer so. Ich hatte schon Partien, wo es... ja, ganz einfach halt andere, bessere Möglichkeiten gab, als noch in der letzten Runde da jetzt Eier zu legen und Punkte zu machen. Das stimmt, es gibt natürlich auch andere. Ich muss auch zugeben, ist auch auf meiner Top 20 Liste, weil ich mag es ganz einfach auch sehr. Spoiler? Ja, ne, das, ich sage ja noch nicht, wann es kommt. Genau. Aber es ist auf meiner Liste mit drauf und es war auch bei mir ein bisschen so eine Liebe auf den zweiten Blick. Erste Partie ist wirklich bei mir komplett nach hinten losgegangen und dann die zweite Partie bei euch, die ich mit euch gespielt habe, da hat es dann richtig gefunkt. Und blutiger Anfänger hast im Grunde Boden gespielt, da genau. Spieler oder Spaß. Dann genau. Freude dran gehabt. Und da wusste ich dann, also ist schon richtig cool. Ich meine, wo ich auch die erste Partie gespielt habe, an sich fand ich es auch schon cool, aber das Erlebnis war ein bisschen frustrierender halt. Es ist auch wirklich ein Hingucker. Also jeder, der durchs Regal läuft, da können halt noch so coole Riesenschachteln sein. Also man guckt halt auf sowas. Also Nicht-Spieler oder wenig Spieler sind da definitiv angetan. Das ist für mich auch eine super Wahl für das Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres. Ja. Genau, ist ja nominiert. Also die wird drehen für jetzt mich halt definitiv nach der Bekanntgabe. Ja, der eigentlich Favorit. Der Favorit. Ja. Finde ich auch. Also zum Beispiel hier ist auch ein Würfeltower mit drin, also so ein Würfelturm. Da sieht aus wie ein kleines Vogelhäuschen. Von daher, das ist wirklich richtig alles. An also Komponenten kann man wenig sagen. Genau. Gut. Auch die Anleitung ist super. Super. Alles klar, da bin ich durch. Ja, ja. Ich übergebe. Philipp, dann erzähl mal, was hast du denn? Unseren ersten Auftritt auf diesem Kanal hatten wir mit einer Rezension zu Adventure Island. Ich mache es relativ kurz, da braucht man noch nicht warten. Nicht Adventure Island. Es ist nicht Adventure Island. Es ist trotzdem ein Expeditionsspiel. Was schon ein bisschen älter ist, schon im Expertenbereich anzusehen ist und für mich einfach, man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man es auf den Tisch bringt und man wird auch definitiv nicht seine erste Partie gewinnen. Man weiß, dass einen das Spiel so richtig in den Arsch tritt. Ja. Genau. Ja. Ich denke mal, ist klar, Robinson Crusoe. Ja. Genau. Ja. Ich hol's eben. Wie gesagt, ein kooperatives Spiel, was man dann halt auch in der Gruppe erlebt, hat eventuell ein bisschen ein Alpha-Leader-Problem, finde ich schon. Hat's, ja. Nichtsdestotrotz, also dieses Diskutieren, es lässt sich bestimmt auch super, ich habe es nie selber gespielt, aber Solitärspiel, weiß nicht, habe ich mal solo gespielt, ja. Funktioniert bestimmt super, wir haben es immer zu zweit gespielt. Ja. Leider bisher auch nur das Grundspiel, obwohl wir die Fahrt der Beagle besitzen. Mhm. Und ich glaube auch für dieses Jahr ist ja nochmal eine Erweiterung angekündigt, ne? Ist nochmal angekündigt, richtig. Wir werden ja auf jeden Fall wieder mit reingehen, auch wenn es wahrscheinlich so schnell nicht auf den Tisch kommt. Leider lange nicht mehr gespielt. Wir haben mal wieder Zeit dafür. Für mich. Absolut, ja. Einmal noch ein großartiges Spiel für Leute, die ein bisschen Herausforderungen wollen. Ne? Selbst die Spielanleitung war doch eine Herausforderung. Ja, die ist. Und das ist schon die gute Deutsche da drin. Ja. Ja. Also Portal Games hat das ja ursprünglich mal selber auf Deutsch rausgebracht mit einer katastrophalen Anleitung und hat das dann in die
Hände von Pegasus-Spiele gegeben. Zum Glück muss man sagen, die die Regel wirklich auf so ein Top-Niveau gebracht haben, dass Portal Games für ihre neue Auflage quasi sich an der deutschen Anleitung orientiert haben und die quasi als Vorbild genommen haben. Sehr gut. Okay. Ja, ja, aber wie gesagt, hier weiß man, wo man sich drauf einlässt. Ne? Also 40 Seiten Anleitung, glaube ich, ungefähr 38, 36, so um die Dreh. Sehr cooles Spiel, definitiv war ich damals auch recht gehypt, habe ich aber trotzdem auch nie alle Szenarien bis jetzt gespielt. Ich hatte auch die Fahrt der Beagle und hatte sogar diese begehrte Schatzkiste, weil die habe ich mir nämlich damals direkt geholt in Essen. Ich glaube, das war meine allererste Spielemesse in Essen, ja, wo ich da war. Und habe die beiden Sachen aber erst vor kurzem verkauft, weil ich einfach wusste, ich werde es eh nicht mehr spielen. Gibt es deswegen trotzdem nicht aus meiner Sammlung, weil es ganz einfach so ein Schatz ist. Aber mich hat es jetzt nicht so sehr geflasht, dass ich jetzt unbedingt da jetzt dranbleibe und dort die anderen Fälle jetzt noch spielen will. Ja. Okay. Gut. Dann habe ich wieder dran. Ne? Mach ich mal weiter. Okay. Mein nächstes Spiel, Platz Nummer 19, das war mal nominiert zum Spiel des Jahres. Ist mein persönlicher Gewinner eigentlich des Jahrgangs. Gut, das sagt sich jetzt wahrscheinlich gar nicht. gut, dann jetzt, um den Kreis vielleicht noch ein bisschen mehr einzuschränken, ist es von Rainer Knizia. Gut, das schränkt es auch nicht wirklich an. Er hat über 100 Spiele gemacht, der Mann. Ich weiß nicht, ob es gewonnen hat, deswegen Lost Cities? Nein. Okay. Es hat ein, ich glaube, das vielleicht ist es sogar auch das erste Spiel von Rainer Knizia, ich glaube ja, was einen Deckbaumechanismus hat. Ah, okay. Du weißt es? Nein. Nein. dann vielleicht weiter. Es war letztes Jahr zum Spiel des Jahres nominiert. Pff. Oh Gott, nicht Zeit. Warte mal, Moment. Nicht, dass jetzt das Falsche sage. Doch, es war letztes Jahr. Neben Azul. Dann muss es da neben Azul irgendwo. Boah. War es letztes Jahr? Azul? Oh Gott, da möchte ich mich jetzt nicht mehr festlegen, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Shame. Dann, es hat was auch ein bisschen mit Entdecker, Forscher zu tun. Auch so ein bisschen... Boah, jetzt sag's doch. Eldorado? Ja! Wetter Eldorado. Sehr gut. Ich hol's eben. Ja. So, hier ist es. Ich hab's gefunden. Natürlich vollständiger Titel, Wettlauf nach Eldorado. Eldorado gibt es, glaube ich, irgendwie schon ein Spiel, deswegen muss man dieses Wettlauf noch mit davor setzen. Und ja, was soll ich sagen? Also Familienspiel, ihr spielt weniger Familienspiele, das merkt man wahrscheinlich dann auch ein bisschen an der Liste. Ich spiele sie durchaus auch natürlich mit und Wettlauf nach Eldorado hat mich auch erst so ein bisschen auf den zweiten Blick überzeugt. Also für die Leute oder vielleicht auch für euch, die es noch nicht kennen, ist ein Spiel mit einem sehr modularen Spielplan, wo wir eben halt so verschiedene Teile haben und uns da unseren Dschungel zusammenbauen. Und wir haben so einen wirklich sehr reduzierten, einfachen Deckbaumechanismus, wo man quasi mit seinem Abenteurer dann den Weg durch den Dschungel bahnen muss und entsprechend Karten abwerfen muss, um über Fluss zu kommen, um durch den Dschungel zu kommen, um dann eben halt hier hinten zu dem Schatz zu kommen. Und ja, das spielt sich sehr schnell runter, sehr... locker, flockig und hat auch viel Varianz durch die ganzen Karten, die da noch mit dabei sind. Also ich habe es mit dem Spielleiter-Nachwuchs oft gespielt und ich mag es einfach richtig, richtig gerne und habe es auch letztens erst wieder habe ich mit meiner Mutter zum Beispiel gespielt. Ist halt so typisches Spiel des Jahres Richtung, also Familienspiel kommt man sehr gut rein und ja, sehr schönes Spiel. Ja, müssen wir vielleicht mal probieren. Ja. Müsst ihr da vielleicht mal machen. Ja. Cool. Schreckt mich immer ab. Das sieht so blättchenlegemäßig aus. Nein, nein. Das ist mehr so kaffeelegemäßig. Ich könnte mal vorgeben, dass ich mal kein Blättchenlegespiel finde. Jetzt habe ich weit rausgelehnt. Vielleicht kommt doch was. Ich weiß gar nicht, ob ich eins drin habe. Carcassonne. Nicht. Nein. Nicht. Nein. Möchtest du? Ja, ich werde mich wahrscheinlich schwer tun, da ein Rätsel draus zu machen. Na gut, ich versuche es trotzdem. Monopoly. Nein, es ist auf alle Fälle ein Worker-Placer, aber mit speziellen Worker-Placern. Das heißt, die haben gewisse Wertigkeiten, diese Workers, die man einsetzt. Und das sind auch... so sind aber keine Würfel. Die Wertigkeit wird durch die Würfel bestimmt.
Ah, ein Spiel, was du, glaube ich, noch nicht gespielt hast. Und das ist auch neu, das Spiel. Und nee, also, ich glaube, da bin ich raus. Tom Wessel mag es sehr gern, vom Dice Tower. Ich glaube, okay. Das war sogar, okay. Wenn das das ist, was ich denke. Okay. Lorenzo der Prächtige. Ja, korrekt. Ah. Das muss ich jetzt irgendwo einblenden. Das habe ich in der Tat nicht da, habe ich auch noch nicht gespielt. Nein. Genau. Mhm. Also wir haben das jetzt auch erst neu gespielt. Deswegen, ich habe es auch noch nicht so oft gespielt. Ja. Das muss man hier eigentlich auch sagen. Aber ich fand, dass das die Male, wo wir es gespielt haben, fand ich es sehr, sehr, sehr schön. Weil ich auch nicht gedacht hätte, wo ich das Spiel erklärt bekommen habe, hätte ich nie gedacht, dass das so einschlägt, weil man muss würfeln. Die Würfel geben die Wertigkeit vor für die Werker, die man hat in der Farbe. Aber für alle Spieler. Und genau. Eben. Das heißt, nicht jeder kann durch das Würfelglück unterschiedliche Sachen haben, sondern alle müssen mit diesem Spiel als Würfel arbeiten. Okay. Genau. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja. Genau. Und dann gibt es relativ hohen also es ist sehr interaktiv auf dem Spielbrett, weil logischerweise alle ja die gleichen Wertigkeiten haben. Und dementsprechend das Beste aus ihren Zügen rausholen wollen. Ja, und relativ wenig Spots auch, ne? Und ganz wenig Spots auch hat, genau. Also nur einen und dann ist er besetzt. Dann hat man auch nicht die Möglichkeit, obwohl ich das eigentlich gar nicht mag. Ich möchte immer, dass ein Worker Placer noch die Möglichkeit gibt, dass man trotzdem den Spot belegen kann. Dass man vielleicht mit ein bisschen Geld noch bezahlen muss. Aber dafür bezahlen muss, genau. Ja. Also entweder bezahlen muss mit mehr Worker, die man einsetzt, oder eben mit Geld oder irgend sowas in der Richtung. Und das ist aber dort nicht möglich. Aber trotzdem, dass ich das eigentlich gar nicht mag, deswegen am Anfang habe ich gedacht, was ist das? Oh nein, und dann fand ich das Spiel so toll. Es hat sich so ein, ja, ich sag mal schon fast so eine kleine Maschinerie aufgebaut und das war dann richtig klasse. Ja, es sind viele, viele coole Mechanismen da. Ja, das ist gut. Hast du so ein bisschen Set-Collection, weil du sammelst dann so verschiedene Karten, kannst dann wiederum halt so ein bisschen wie bei Flügelschlag auch so Spalten aktivieren. Aber wie gesagt, da gibt es dann immer nur ein, zwei Spots, da muss man relativ früh dran sein, man will aber auch die Karten dann immer haben, also hat viele gute, gute Ideen. Ich habe viel Positives darüber gehört, ja, hört sich wirklich interessant an, wenn ihr das da auch in der Liste habt oder du. Genau, also ich fand es total klasse, wir können das gar nicht Ich fand spielen. Den ersten Eindruck auch ziemlich gut, muss es noch ein paar Mal mehr gespielt haben. Genau, ja, das stimmt allerdings, aber es war so positiv gleich, weil wahrscheinlich auch, weil es negativ war für mich und dann auf einmal so positiv, bumm. Okay. Genau. Hast du dein mir Platz. Vorgestellt als Neuankömmlinge im Spielbereich und jetzt hole ich nur alte Schinken raus. auch ein Spiel, was jetzt alter Schinken schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ich glaube 2014 erschienen. Okay. Ursprünglich ein kompetitives Spiel, was durch eine Erweiterung dann kooperativ wird. Alles okay, klar. Okay, das ist ja. Gut, ich denke schon recht eindeutig. Orion. Ja, Orion, genau. Ja. Und das habe ich da an Holz. Oh ja, eine randvolle Kiste. Wir haben zwischenzeitlich mal auch die Invasionserweiterung mit da drin gehabt. Also wirklich hier extrem viel Material. Worum geht's erstmal? Also ursprünglich kompetitiv. Hier kann man auch so ziemlich alles machen. Das ist ein klassischer Backbuilder. Ich glaube auch mit einer der ersten, der das so richtig tief dann... Ja, ich weiß nicht, ob Hyperborea, ob das davor war oder zeitgleich, da war auch so Backbuilding. War auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ne? Ja. Also der hat das Backbuilding auch richtig bekannt gemacht. Man sammelt halt hier verschiedene Arbeiter, Mönche, Ritter, wie auch immer, die man in seinen Sack steckt, die man dann wiederum braucht, um sich zu bewegen oder um irgendwelche Waren zu handeln etc. Wie gesagt, diese Erweiterung, die das Ganze dann kooperativ macht, auch super cool, spielen wir sehr, sehr gern. Wie gesagt, Sandra spielt sowieso sehr gerne. Habe ich leider noch nie gespielt. Ja. Müssen wir mal machen. Echt? Ist auch wirklich sehr, sehr fordernd. Ist, ist nicht einfach. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, welche Plättchen man dann immer zieht, was so die Ereignisse sind. Je nachdem, welche man da zufällig reinwischt, kann das schon schwer oder einfach werden. Nee, super. Also lässt sich auch, wenn man Leute dran hat, die wissen, wie es geht, super gut und super schnell mal runterspielen. Ja. Ist von Regeln her nicht sonderlich komplex. Hat uns überrascht, weil rein vom Artwork her hat es mich jetzt erstmal nicht so umgehauen. Ne? Aber die vielen positiven Rezensionen und... Ja, war ja auch mal zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Ach, okay. Hat nicht gewonnen. Hat nicht gewonnen. Ich weiß nicht mehr, was da in dem Jahrgang war. Ich glaube, das war... war ein sehr starker Jahrgang. Okay. Aber für viele war wirklich, oder es war zu kompliziert dann, doch zu komplex. Okay. Für viele war Orleon definitiv der Favorit gewesen. Ja, ich mag es eigentlich auch. Ich würde es auch gerne mal vielleicht mit euch spielen. Ich hatte das früher mit einer anderen Spielegruppe aufgespielt, da hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Story. Da
hat's, da wurde mir das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, weil das hat ein bisschen dieses Problem, was aber halt viele Spiele oder einige Spiele haben, dass wenn jemand sich auf eine Strategie festfährt, dann muss man aktiv gegen diese Strategie spielen, damit er quasi nicht gewinnt oder damit er halt nicht so davonzieht. Und das mag ich persönlich nicht so, sondern ich spiele lieber meine Strategie, eine andere, weil da sind viele Strategien da drin und versuche lieber dadurch zu gewinnen. Aber hier diese Zahnradstrategie und da hatte ich wirklich einen Spieler, der hat immer diese Zahnradstrategie gespielt und man musste gezielt wirklich dagegen spielen, um da zu gewinnen, und da hatte ich halt keine Lust drauf, da irgendwie sowas zu machen. Ja, kooperativ ist halt dann wirklich, da spielst du da zusammen das, und dann hat jeder, man hat halt dieses große Gesamtziel, wo man so Getreide, was weiß ich, was alles Orléans halt verteidigen muss vor der Invasion, aber jeder hat halt auch so sein eigenes Ziel, was aber jeder auch erreicht haben muss, die ganze Gruppe, damit man überhaupt gewinnen kann, deswegen, da wird eigentlich schon ein bisschen der Weg auch vorgegeben, wo man hingehen muss. Da geht das nicht, der Strategie. Kaufen. Oh, jetzt müssen wir jetzt Werbung einblenden. Ja, bitte. Wenn wir eine bin bei DLP Games gesponsert. Wenn wir eine Kaufaufforderung in einem Video machen, dann ist das Werbung oder irgendwie sowas. Nein, wir empfehlen es, wenn ihr das... Wir empfehlen alle 60... Nein, es werden keine 60 Spiele sein, das kann ich sagen. Es wird Crossover geben, aber es sind alles wirklich Spiele, die man bedenkenlos empfehlen kann. Ja. Gut, Sandra, würde ich sagen, mach du doch mal den Platz 18. Okay, also mein Platz 18 ist ein H.P. Lovecraft Spiel. Okay, da gibt es ja auch gibt's nicht einige? So viele. Genau, Fantasy Flight wird euch jetzt auch nicht so weiterbringen als Verlag. Eine große, dicke Box. Ein Horrorspiel. Okay, ist jetzt die Frage, ist es Arkham Horror oder ist es Eldritch Horror? Wir haben bloß eins von beiden gespielt. Okay, dann... Nein, es ist eine dickere Box als die. Noch dicker? Noch dicker. Was ist noch dicker? Man erlebt auch eine Story wieder und erkundet... Mythos Tales erkundet nacheinander... Aber ist das nicht von Fantasy Flight Games? Ja, Raum. Willen des Wahnsinns. Willen des Wahnsinns. Ja, genau. Okay. Erste oder zweite Edition? Die zweite Edition finde ich... Also ich habe jetzt die erste gar nicht gespielt, um ehrlich zu sein. Ich habe die zweite Edition jetzt hier gewählt, weil die haben wir... Ja. Wir haben zwei Szenarien bisher gespielt, weil die sind echt lang teilweise. Aber was ich richtig toll finde, ist eben das Erkunden, dieses jedes Mal einen neuen Raum zu entdecken und dort halt neue Hinweise, aber auch Monster bekämpfen und solche Sachen. Das ist halt schon sehr schön gemacht. Letztendlich spielt man kooperativ, was sich aber auch teilweise ändern kann in der Geschichte. Also es kann durchaus dann auch werden, dass einer verrückt wird oder wahnsinnig wird, wie es ja im H.P. Lovecraft. Ja, da haben wir den Kollegen, genau. Aber es ist auch mit App unterstützt, ne? Ja, genau, also richtig. Es geht gar nicht auch ohne, ne? Nein. Es geht ohne nicht, sage ich, meine Entschuldigung. Aber ja, man muss halt langlaufen und dann sagt die App, was eben in dem nächsten Raum passiert, welches Teil man aufdecken muss und ob es da überhaupt Hinweise gibt, Monster gibt. Ja, und die App sagt auch einen, wann die Monster sich bewegen und was sie machen. Also das macht schon die App, ja. Mhm. Ist wirklich eine gut implementierte App. Habe ich auch so gehört zumindest. Ja, also ich finde sie jetzt nicht... Klar, gibt's kleine Macken. Also was ich jetzt nicht so toll finde, ist zum Beispiel, wenn man einen Hinweis zum Beispiel oder ja eine Probe bestehen möchte, sieht man nicht, was man benötigt, damit man die Probe bestehen kann. Das heißt, braucht man 3 Erfolge, braucht man 2 Erfolge, das weiß man teilweise nicht. Okay. Das gibt man dann in die App ein und die sagt dann, es reicht oder es reicht nicht. Okay. Und das ist natürlich manchmal, das ist ungewöhnlich ja. Weil... Gerade das finde ich wiederum cool, weil das gibt so ein bisschen den Reiz. Reichen denn, du bist stolz, dass du mit 5 Würfen 3 Erfolge hattest, aber vielleicht reichen selbst diese 3 Erfolge ja nie aus. Also so ein bisschen dieser Spannungsbogen noch, weil manchmal reicht doch ein Erfolg schon aus. Okay. Für jemanden, der immer Erfolg haben will, ist das schwierig, weil du möchtest dann halt strategisch sagen, na gut, jetzt nehme ich natürlich doch nochmal mein Dolch oder mein, was weiß ich, was Axt mit, um die Erfolge zu würfeln und das kann man aber vorher nicht sowas sagen. Mag ich eigentlich. Ja. Aber gut, aber ja, ich glaube, das würde dir auch gefallen. Können wir, Können wir eigentlich alles mal spielen. Genau. Ja. Gut, dass nichts mehr im Zulauf ist in nächster Zeit. Ja, okay. Wir müssen mal Stopp machen und dann... lass mal Necrony-mäßig zurückreichen. Alles mal spielen, was wir so noch auf Halde haben. Ja. Gut, ich mach weiter. Sehr gern. Okay.
Das nächste Spiel auf meiner Liste ist eine Unterform des Worker Placement, wo man Würfel als Worker benutzt. Okay. Rasch, der Ganges? Nein. Okay. Nein, das gibt es ja nicht. Ja, gut, es gibt schon ein paar mittlerweile, aber es ist ein bisschen älter. Rasch, der Ganges ist ja jetzt 2017er Jahrgang. Und es hat eine große deutsche Auszeichnung, einen Spielepreis gewonnen. Boah, ich muss da irgendwas noch nie gespielt haben. Es kommt von einem deutschen Verlag, der in München ansässig ist. Haben wir es überhaupt schon gespielt? Ihr habt es schon gespielt. Wir haben es sogar zusammen gespielt. Richtig. Ein Dice-Placement-Spiel von einem Münchner Verlag mit italienischen Autoren. Die Reise des Marco Polo. Ach nee, die auf den Spuren des Marco Polo. Richtig. Sehr schön. Ich hol's kurz. So, ich hab's gefunden. Es ist sogar ziemlich genau hinter der Kamera und ja. Also. Hast ja nichts. Was soll man dazu noch sagen? Dice Placement. Das ist cool. Wirklich, ich weiß gar nicht, das war so der erste, der so ein bisschen. Der halt hervorgestochen ist. Also ich weiß nicht, ob es davor Dice-Placement-Spiele gab, kann ich mir gut vorstellen. Aber das war so irgendwie, das verbinde ich zumindest sehr stark damit. Und Wasgauer hier, man sieht es auch auf der Empfehlungsliste, hat den Deutschen Spielepreis damals natürlich gewonnen. Und das Besondere dabei bei dem Spiel sind wirklich die Charaktere, die man dort hat, die extrem unterschiedliche Eigenschaften haben, die Spielregeln so massiv manipulieren, dass man eigentlich auf den ersten Blick wirklich den Eindruck hätte, das kann niemals gebalanced sein. Ja. Das kann niemals wirklich irgendwie so sein, dass das mit dem ausgeglichen ist. Aber das ist es. Und deswegen, ich meine, klar ist ein Vielspielertitel, die Vielspieler haben es damals auch extrem intensiv gespielt und sind zu dem Entschluss gekommen, nee, die sind ausgeglichen. Und das ist wirklich das Coole dabei. Also deswegen auch redaktionelle Geschichte, die dort wirklich sehr heraussticht, dass das so gut gebalanced ist, aber und die Charaktere sich wirklich extrem unterschiedlich spielen. Und da ist so viel Varianz auch in diesem Spiel drin, mit diesen Plättchen, die man dort aufbaut, was man wohin legt und natürlich eben halt auch welche Charaktere man hat. Und einzig und allein die Erweiterung, die da vorletztes Jahr oder so rauskam, die Gefährten. Ja. Okay. Bin ich nicht 100% ein Fan von. Also die Gefährten an sich finde ich ganz cool, haben mir ganz gut gefallen, aber so dieses Zusatzboard und so macht die Aktionen, die hier stattfinden auf dem Spielbrett, schwächen die sie zu sehr ab, finde ich. Also die neuen Charaktere und so weiter, das ist alles zu stark, sodass man gefühlt gegen das alte aus dem Basisspiel nicht mehr so die Chance hat und das finde ich ein bisschen schade dann, ja. Aber deswegen Marco Polo auf jeden Fall absolutes Top-Spiel ja, definitiv. Das kann ich nur unterschreiben. Genau. Ihr habt ja bis jetzt noch einmal gespielt. Nein. Wir haben es seitdem schon wieder gespielt. Mehrmals. Genau. Ach, ihr habt es noch einmal gespielt. Ja, zweimal sogar noch. Zweimal nochmal gespielt, ja. Definitiv cooles Spiel. Cool. Man will auch jeden Charakter mal gespielt haben, weil man geht immer aus der Partie raus, wenn man verloren hat und sagt. Ist eine Lernpartie. Du hast den besseren Charakter, aber man merkt, wenn man ihn selber dann mal gespielt hat und trotzdem verloren hat, ja, so gut war er ja doch nicht. Die erste Partie mit einem Charakter ist immer eine Lernpartie, dass man da so ein bisschen sich drauf einstellen kann, wie man ihn spielt, und das nächste Mal weiß man es und hat wirklich auch die Motivation und will sich halt eben verbessern. Na klar, gut. Super. So, ihr habt alle. Ich kann es relativ kurz machen. Mein Spiel war schon auf der Liste. Wir haben ja das erste Crossover quasi. Okay. Mit Sandra? Ach. Flügelschlag. Ja, richtig, ja. Flügelschlag. Nur noch ganz kurz, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Was ich bei Flügelschlag auch so schön finde, ist eben diese kurze Spieldauer. Ja. Wenn man es zu zweit spielt, zu zweit oder zu dritt, wäre wirklich auch so die Wohlfühlzone, wo ich sage, da würde ich es am liebsten spielen. Und jeder weiß, was er macht, kann man das in gut 20 Minuten bis 30 Minuten schaffen. Ja, das ist wirklich echt gut. Und dafür hat es dann doch eine schöne Tiefe. Also wenn ich sowas spielen will, dann passt das schon in der Zeit. Also auch Flügelschlag bei mir in der Liste. Stimmt. Ja. Gut. Wobei ich mal was ganz kurz sagen möchte. Flügelschlag, nachdem es rausgekommen war, war sogar noch ein Stück höher in meiner Liste. Ist jetzt schon so ein bisschen, also der Anfangshype, der da war, hat sich schon ein bisschen gesetzt. Ich finde es nach wie vor immer noch ein Top-Spiel, so wäre es nicht mehr in der Top 20. Mhm. Aber ich gehe davon aus, wenn wir nächstes Jahr nochmal so eine Liste machen sollten, ist es nicht mehr wird es nicht mehr drin sein, denke ich. Glaube ich auch. Ja. Es wird sich ein bisschen verlieren. Nichtsdestotrotz hat es da eine super Nische dieses Jahr bedient, finde ich. Mhm.
Ja. Gut, sagen wir mal so weiter mit 17. Platz 17 sind wir jetzt. Ne? 17, schon, na dann. Schon, ja. Genau. Okay, Schwerkraftverlag. Okay. Mhm. Mhm. Es ist auch ein, wie nennt man das, wenn man Karten sammelt? Set Collection. Ja, Set Collection Spiel. Man ist nicht auf der Welt, sondern man... Wollen wir einen Planeten auf einen anderen Planeten bewohnbar machen? Ah, ja, ich, natürlich. Jetzt hast du es da so... Natürlich. So, ja, okay. Es ist Terraforming Mars. Genau. Ja, das hole ich natürlich eben. Okay, da ist es, das gute Stück. Danke. Genau, also, ja, ich mag das Spiel total. Ich stelle es auch mal um. Also, so rum sieht man das. Genau, ist richtig. Genau, okay. Ja, also letztendlich, man besiedelt den Planeten Mars und möchte ihn sozusagen bewohnbar machen. Und im Laufe des Spiels ja, geht das immer weiter voran, die Temperatur und der Sauerstoff etc. pp. Und man kann dann bestimmte Karten also ausspielen, auch ab einer bestimmten Zeit auch nur. Und wenn die Zeit zum Beispiel nicht mehr gegeben ist, dann kann man sie auch nicht mehr ausspielen. Also das ist so der Hintergrund Set Collection daher, dass ich eben oft die Tierstrategie auch teilweise nutze, also die Tiere sammeln oder eben Bakterien sammeln, solche in der Richtung, das hatte ich damit gemeint. Klar, ist es auch ein Engine-Builder-Spiel, was es hier mit zeigt. Das Einzige, was halt das Spiel jedes Mal... Lange nicht mehr gespielt. Nee, das stimmt. Das Einzige, was das Spiel halt wirklich hat, was mir nicht so gefällt, ist natürlich das Material, also die Qualität davon. Okay, aber durch unseren 3D-Drucker alles hat schon sich das ein bisschen verbessert. Schon alles gepimpt, ja. Genau, ja. Nee, also mir gefällt das sehr gut. Vor allem, was ich immer total klasse finde, ist, also man wird nie komplett abgehangen. Egal, also ich werde nicht überrundet oder so mit Punkten, sondern man hat immer eine recht knappe, also eine knappe Runde gespielt, sage ich jetzt mal. Ja, und es ist immer wieder spannend, das Spiel zu spielen, ja. Ja, Spoiler bei mir, also ist auch in meiner Liste. Ich denke mal, da ist man auch in den letzten Jahren nicht drum rumgekommen um dieses Spiel. War auch unser Einstieg in den Kenner-Expertenbereich. Ja, also da habt ihr natürlich halt, besser hättet ihr den Einstieg nicht wählen können, weil das ist ein Spiel, was einen enormen Hype hatte und im Gegensatz zu vielen Spielen dem auch absolut gerecht geworden ist. Also Terraforming Mars, ich erinnere mich, das war Spiel 2017 gewesen und da war ganz kurz vor der Spiel, kam in der Spielbox eine Rezension dazu und da hat das irgendwie so viel Aufsehen gesorgt, weil man kannte das Spiel nicht wirklich so oder man hat es nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt und ja, Freaks Games irgendwie konnte man nichts mit anfangen und Schwerkraft war damals auch ein sehr kleiner Verlag und dann wurde wirklich dieser Standort in Essen überrannt bei Schwerkraft, also es war wirklich krass. Ich war damals froh, ich hatte dort schon Presseausweis gehabt und bin dort eine halbe Stunde eher hin vor Einlass und konnte mir das Exemplar noch sichern, weil Schwerkraft Verlag zum Glück immer gewisse Chargen nur pro Tag rausgegeben hat und ja, phänomenales Spiel, kein Zweifel. Das Einzige, was mich bei diesem Spiel leider ein bisschen stört, ist die Spieldauer. Also es geht eben wirklich recht lang. Ich habe es leider noch nicht mit Preludium gespielt. Das soll ja den Spielstart wirklich um einiges beschleunigen. Ja, aber das Spiel an sich wird nicht wirklich kürzer. Also man kriegt es nach wie vor nicht, meiner Meinung nach, hin, das Ding unter 2,5 Stunden durchzuspielen. Ja, das ist halt schade. Ja. Also das ist kein Spiel, wo man sagt, danach spielen wir noch was anderes. Also bei uns zumindest so noch was Größeres. Ne? Was Größeres. Da lässt man sich dann schon auf einen langen Abend ein. Nichtsdestotrotz mit den ganzen vielen verschiedenen Konzernen, die es da mittlerweile gibt, immer wieder cool, mal was Neues zu probieren und wirklich nicht immer die gleiche Strategie zu fahren. Richtig. Kann immer auf den Tisch, bin ich immer dabei. Ja, genau. Wir machen das auch immer so, dass wir über ein Konzern ziehen. Also, ja, klar. Also wir suchen uns auch keinen aus, also wir ziehen alle. Ich glaube, da gibt es auch eine Variante davon. Ja, genau, das ist glaube ich auch die vorgegebene, die du machen sollst mit der Preludium, dass du glaube ich 2 Konzerne und 3 solche Preludium genau, du kannst glaube ich wählen, ja, da hast du Auswahl. Kannst du es bisschen aufeinander anpassen, ne? Okay. Das wird schon. So, mein Platz 17
Mein Lieblingsmechanismus ist Worker Placement. Sehr gut. In diesem Bereich gehen wir jetzt auch. Da gibt es ja zum Glück auch. Gibt es jede Menge. Ja. Ist einer, der noch nicht genannt wurde. Okay. Ein sehr thematischer. Thematisch. Von auch wahrscheinlich meinem Lieblingsverlag. Feuerland. Oh Gott. Feuerland. Oh Gott, was geht's denn an Feuer? Ah, okay. Witticulture? Jo, richtig. Echt? Witticulture. Okay, ja. Witticulture, ja. Habe ich leider nicht da. Hast du leider nicht da? Nein. Vor allem Essential Edition mit noch der Erweiterung, ne? Tuscany. Ich finde es super. Also Sandra, was Sandra daran wieder kritisieren wird gleich, ist, dass es da so wenig Einsatzfelder gibt. Da finde ich es aber wieder cool gelöst mit diesem großen Arbeiter, genau. Der ihm erlaubt, dann nochmal die Aktion auszuführen. Habe ich gehört von, ja. Ich finde es nach wie vor klasse, auch wenn ich jedes Mal verliere, gefühlt. Sandra gewinnt immer. Sandra geht immer mehr auf diese Winter- und Sommerbesucherkarten. Wahrscheinlich sollte man da mehr drauf gehen. Aber da steckt so viel drin und trotzdem ist es sehr zugänglich. Also wir haben das mit meinen Eltern mal sogar schon gespielt, die beide, ich sag mal, Uno spielen und vielleicht noch ein bisschen was aufwärts. Haben wir gleich mal so ein Brett auf den Tisch gehauen. Also die Spielzeit ist trotzdem nach wie vor. 2 Stunden wirst du auch brauchen, wenn du mit neuen Spielern zu viert spielst. Interessant. Aber definitiv zugänglich. Und jeder, durch das Thematische, weiß jeder sofort, was muss, das ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, erst diese Reben anzubauen, sie dann wieder zu pflücken, dann in den Weinkeller zu bringen, den reifen zu lassen, zu verkaufen. Ja. Super Spiel. Wir haben da auch jede Menge Stuff für irgendwelche Metal Coins und was weiß ich was. Also das Game ist schon gut gepimpt und hätte ich gerade wieder voll Bock drauf. Genau. So allein vom Erzählen, ja. Richtig, also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Hast du schon gespielt? Nee, noch gar nicht. Nein. Genau. Bildungslücke. Ja. Spiele gut, Bildungslücke gut möglich. Ja. Genau, du hast diesen großen Worker, den dann überall einsetzen kann. Ja, also du hast halt Joker. Auch 2 Jahreszeiten im Grundspiel. Ja. Du sagst Sommer und Winter, du kannst mal eine Aktion im Sommer machen, musst halt deine Arbeit da aufheben, weil du hast bloß einen Worker-Pool für beide Jahreszeiten. Mhm. Heißt, wenn du viel im Sommer machst, hast du wenig im Winter. Und dann gibt es auch so eine coole Startreihenfolge. Du wählst quasi am Anfang, wann willst du dran sein, früh oder spät. Je später natürlich, desto besser ist der Bonus, den du kriegst. Ja, aber wirklich. Halt eben, weil so wenig Spots da sind, ist es dann schon die Überlegung wert, wirklich zu sagen, man geht auf diesen... Ich weiß gar nicht, ob der erste überhaupt einen Bonus kriegt oder einen ganz schwachen. Nein, gar keinen. Dann zweite kriegt eine Karte und so weiter. Also es ist egal. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich eine schöne Tiefe drin. Trotzdem eigentlich lässt sich gut runterspielen, ohne dass der Kopf qualmt. Ja, qualmt schon. Ja, hört sich definitiv gut an. Hatte ich jetzt noch nicht so in meinem Fokus gehabt auf der Liste. Jetzt will ich unbedingt mal spielen, aber werde ich auf jeden Fall nicht abgleichen. Er ist bei vielen sehr beliebt. Ne? Es ist Leute, die Worker Placer mögen, die mögen eigentlich auch Witticulture. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Gut. Mach ich mal weiter. Ich habe noch einen 17. Du hast noch einen 17? Ich habe noch einen Platz 17. Habe ich mich vorgedrängt? Ja. Und zwar, es hat, um mal bei dir zu bleiben, zumindest was du eben angeteasert hast, auch mein Lieblings, mit meinem Lieblingsmechanismus, der ist Area Control. Oh, okay. Und Blood Rage. Richtig. Ja, das war eindeutig. Das muss Blood Rage sein. Ich hol's eben. So, ich habe es gefunden. Große Schachtel. Auch schon ein bisschen angeschaut. Mensch, das sieht man immer so ein bisschen, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Aber Blood Rage, leider auch schon ein bisschen länger her. Nichtsdestotrotz, richtig, richtig cooles Spiel, meiner Meinung nach. Ich mag wirklich diesen Area Control Mechanismus, wo man wirklich sehr interaktiv eben unterwegs ist. Für die Leute, die es wirklich noch nicht kennen. Man bist vom Schande. Thema her. Ja, schon wirklich Schande. Aber ich kenne auch Leute, die mögen es nicht. Ja, sitzen am Tisch. Ist auch eine Schande. nee, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Aber gut. Fang erst mal. Wir haben halt hier so ein bisschen Wikinger-mäßig, sind wir eben auf, ich weiß gar nicht, was das für eine Insel ist, auf jeden Fall haben wir Yggdrasil ist, glaube ich, in der Mitte und ansonsten auch noch so typische andere Wikinger-Gebiete dort mit und versuchen dort eben so ein bisschen die Vorherrschaft zu gewinnen und wir versuchen Ruhm zu sammeln. Die Wikinger, die sterben dabei und für die ist das ja quasi nach Valhalla zu kommen eben eine Erfüllung und deswegen kann man darüber auch dann Ruhm bekommen und insgesamt spielt man eben 3 Epochen und hat dafür auch noch Handkarten, die wirklich eine richtig coole Würze in das Spiel mit reinbringen. Da gibt es auch je nach Epoche dann unterschiedlich starke Handkarten, die man dann eben hauptsächlich mit, ja, ein bisschen lädiert die Schachtel,
die man eben dort mit für den Kampf verwenden kann oder mit für das Ausbreiten und so weiter und so fort. Richtig coole Miniaturen mit dabei. Klar, natürlich ursprünglich von Cool Mini or Not. Hier steht sogar noch das alte Logo drauf, wo sie noch Cool Mini or Not hießen. Und ja, richtig cool habe ich damals auf der ersten BerlinCon, wo ich war, auf der zweiten BerlinCon überhaupt, das erste Mal gespielt, zusammen mit dem, ich glaube, der Alex hat uns das damals erklärt, also von Alex und Pete, der. Und ja, seitdem war ich angefixt und richtig, richtig cool. So, wer ist jetzt der das Spiel nicht mag? Erster. Du magst es nicht, oder? Ich mag das Spiel nicht, ich verstehe jeden, der es mag. Ja. Okay, ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich akzeptiere die Meinung, dass man das Spiel mögen kann. Nichtsdestotrotz, erstmal muss man generell sagen, Area Control ist nicht mein Lieblingsmechanismus. Hat es, glaube ich, meiner Meinung nach auch bloß einmal überhaupt in meine Top 20 geschafft. Oh, bin ich gespannt. Ein anderes Spiel, ja. Die Minis sind Weltklasse. Also wie gesagt, ich habe mich schon mehrmals ganz hart mit mir kämpfen müssen, sie nicht anzumalen. Liegt einfach daran, dass wir es nicht mehr auf den Tisch bringen. Weil eben hier dieser Kampfmechanismus und diese Vorherrschaft und dieses, ich denke, du wirst das machen, deswegen mache ich das und dann machst du aber das, so stark ausgeprägt ist, dass es einfach nicht unsere Art von Spiel ist. Ja, und ich glaube, was auch ein bisschen mit das Problem ist immer, dass eben, wenn man das zu dritt oder so spielt, dann ist es meistens so, zwei streiten sich und der dritte freut sich quasi. Ne? Und ist dann irgendwie so außen vor oder auch in einer anderen Besetzung irgendwie, dass dann alle auf einen gehen und so. Das kann halt immer passieren. Das hat zu einem Area Control eine super Tiefe. Also es ist abwechslungsreich. Wie gesagt, ich glaube auch, man kann immer wieder was anderes probieren. Das sehe ich alles ein. Vielleicht ist es auch das Thema, was jetzt nicht so tausendprozentig meins ist. Wikinger, ja. Ist keine Wikinger. Keine Wikinger. Was stimmt mit ihm nicht? Aber wie gesagt, wir haben es zu zweit gespielt. Ja, da geht man sich auf den Weg. Zu zweit ist wir haben es zu dritt gespielt. Da passiert das, was du sagst. Dass zwei streiten sich, einer freut sich. Stimmt, genau. Wir haben es zu viert gespielt und gefühlt, egal was du machst, es ist immer irgendjemand da. Man ist sich immer im Weg. Das ist das Ziel eines Area Control Spiels. Ich weiß. Ist da noch jemand? Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Spiel, was bei uns immer so auf der Kippe steht von geht's aus der Sammlung raus, geht's nicht raus. Bisher hat es immer noch überlebt. Aber wir haben es ja schon ein paar Mal gespielt, ne? Das ist halt nur schade eigentlich, aber es wird nicht mehr bei uns in den Top 20 vorkommen, denke ich, ne? Nee, bei mir nicht, nein. Also ihr mögt es beide nicht, okay. Ja gut, ich kann es mir sehr gut vorstellen bei euch. Ihr mag wirklich so diese konfliktlastigen Sachen. Ja. Aber gut, Blood Rage, hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Schade, mit euch wahrscheinlich dann würde er nicht. Wir würden mitspielen, denke ich, oder? Okay. Wir können es heute mal spielen. Nein. Ja, wir haben ja schon eine große Liste, was wir heute alles spielen müssen. Gut, dann möchtest du gleich nochmal. Ja, soll ich gleich nochmal? Was habe ich denn jetzt? Jetzt hast du eine Chance, mal was Gutes zu spielen. Gut, das nächste Spiel. Wir bleiben thematisch in der Ecke von Blood Rage. Und gehen aber mechanisch in die Richtung, die dir wiederum sehr gefallen wird, nämlich Worker Placement. Da ich weiß, dass du das Spiel, was ich denke, nicht hast. Champions of Midgard? Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, das ist nicht Champions, gespielt. Es ist nicht Champions of Midgard, okay. Das werde ich uns voraussichtlich am Freitag das erste Mal spielen. So. Nein, ich meine ein Spiel, was mal zum Kennerspiel des Jahres nominiert war. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt. Ich meine ein Spiel, was interessanterweise, wo man nur einen Worker immer hat und diesen immer austauscht. Es gibt aber drei unterschiedliche Worker-Typen, die schwarz, weiß und grau sind. Okay, haben wir beide noch nicht gespielt. Das... Dann müssen wir was nachholen. Da bin ich überrascht, weil das, denke ich mal, das wäre was für euch. Es ist aus dem Schwerkraft-Verlag und damit ist natürlich dann die Rede von Räuber der Nordsee. Ach! Ich hol's eben. So, ich hab's gefunden. Ist ungewöhnliches Schachtelformat, habt ihr so wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Also wenn ihr die typischen Spiele da jetzt wie Architekten des Frankreichs, was ja dann so ein bisschen der Nachfolger ist, oder andere Spiele der Nordsee-Saga nicht habt oder kennt, vielleicht ganz kurz hier hinten drauf, sieht man so ein bisschen, was man macht. Was ich ja angesprochen hatte, ist, dass man hier, das sind diese Arbeiter quasi, und man hat hier unten Arbeiterfelder und man hat aber immer nur einen Worker.
Und man macht quasi eine Aktion, indem man einen Arbeiter irgendwo hinstellt auf ein Aktionsfeld und gleichzeitig von einem anderen Feld wegnimmt. Das heißt, man macht in seinem Zug immer zwei Aktionen, indem man eben halt einen hinstellt und einen anderen wegnimmt. Okay. Und das ist wirklich schon recht cool. Also kannte ich so damals auf jeden Fall noch nicht. Und was wirklich auch wieder Würze mit ins Spiel bringt, sind die Handkarten, wo man wirklich so Boni bekommt, die man eben sammeln kann, wo man eben halt auch noch Stärke bekommt. Denn das ist natürlich Räuber der Nordsee, das heißt, wir wollen natürlich auch ein bisschen räubern. Und wir ziehen dann halt eben mit unseren Schiffen dann hier über den Fluss und räubern dann halt hier und plündern dort eben diese wir plündern dort diese einzelnen Gebiete dort und bekommen die Ressourcen und die werden auch immer schwerer. Es gibt noch einen kleinen Würfel mit dazu. Bei Champions of Midgard ist das ja auch so, dass es da wirklich auch so ein bisschen Würfelglück noch mitgibt. Ist hier ein kleines bisschen ähnlich und ja, richtig cool. Definitiv der beste Teil der Nordsee-Saga, zumindest finde ich, ohne die anderen gespielt zu haben. Ich glaube einfach, ist Fakt, weil die sind ja jetzt auch nicht nominiert gewesen, weil das war wirklich damals auch eine Überraschung. Das war übrigens gleichzeitig mit Terraforming Mars und was waren da noch nominiert? Das, was dann gewonnen hat, war Isle of Sky? Ah ne, Terraforming Mars wahrscheinlich. Terraforming Mars war mit Time Stories und mit Pandemic Legacy. Stimmt, hast du recht. Ja. Räuber der Nordsee war zusammen mit, ich komme nicht mehr drauf, ich merke mir das nicht mehr. Auf jeden Fall, es war nominiert und es ist ein richtig cooles Worker-Placement-Spiel und ich freue mich. Wie Schnitzel. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich freue mich auf den Nachfolger, aber der Nachfolger ist der Architekten des Westfrankenreichs. Den habe ich schon gespielt, finde ich auch cool. Worauf ich mich noch mit freue, ist Paladins of the Westfrankenreich. Das Westfrankenreich, ja. Oh Gott, ja, ein bisschen Englisch hier mit dabei, aber ja. Gut, könnt ihr wahrscheinlich wirklich gar nicht so sagen. Ne? Nein, wir müssen mal ein bisschen hier kürzer reinbringen von daher. Mehr Spiele. Müsst ihr auch nicht immer zu jedem Spieler dazu sagen. Mensch. Genau. Müsst ihr nicht immer eine Meinung haben. Eben. So, mein Dein Spiel. Dein Platz 16. Ja. Ich kenne es. Hast du schon gesehen jetzt? Oder? Nein, aber ich kenne jeden. Ja, ne, auch Fantasy Flight. Cthulhu bekämpfen wir um die Welt einmal. Ich hasse es. Und das ist kooperativ. Aber Eldritch Horror. Ja. Das kann ich holen. Da ist es, genau. Also wir bekämpfen ja die großen Alten hier und das einmal komplett um die ganze Welt. Das finde ich halt so klasse, dass man halt wirklich diese ganze gesamte Welt damit einbezieht. Man läuft sozusagen von einer Großstadt zu einer nächsten Großstadt und dort in jeder Und in jeder Großstadt kann man besondere Fähigkeiten sozusagen sich aneignen. Ja, zum Beispiel gibt es in Südamerika eher die Hexerei oder Magie und etc. pp. Also relativ gut, dass man seinen Charakter aufpimpen kann. Das ist so das, was ich eigentlich sehr, sehr mag. Und dann eben gegen die Monster und die Tore, die dann entstehen, wo die Monster reinkommen, kämpft. Ja. Da haben wir den Punkt. Da haben wir schon erstmal den Punkt, dass mein Mann das nicht so mag, weil es ist natürlich sehr, sehr schwer. Man kämpft eben natürlich durch die Karten, die Begegnungskarten. Dann hat man aber auch nach jeder Runde neue schlechte Ereignisse, will ich es jetzt mal nennen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in dem Spiel hieß. Aber ja, letztendlich, man kämpft eigentlich und kämpft und kämpft und es kommt trotzdem schwer. Immer mehr. Das mag ja sein. Jetzt geht's los. Oh. Schwer darf ein Spiel ja gerne sein, ein Spiel darf man auch verlieren. Mir ist zu viel Glück dafür einfach drin. Mit den Würfelproben, mit eben, ja, man kann sich aufrüsten, gefühlt hat man aber nie Zeit dazu. Man ist eigentlich nur dabei beschäftigt, Tor schließen, Monster bekämpfen, Hinweis sammeln, alles am besten gleichzeitig, sich aufteilen in 5 verschiedene Richtungen. Ich fühle mich gespielt von dem Spiel. Ich finde das Thema cool, ich finde genau das Artwork cool. Mir ist es dafür, dass man es eigentlich dann wieder in einer endlos langen Spielzeit gefühlt spielt und dann so gefrustet ist, weil der entscheidende Würfelwurf dann wieder schiefgegangen ist. Ja. Das ist das, was mich immer an dieser Art von Spielen stört. Ansonsten, du magst das allgemein nicht. Ja, das ist wieder meine Meinung natürlich. Ja, auf sowas steht. Es ist definitiv das. Da ist wirklich eben das Spiel an sich, also das Spielen, das Erlebnis, die Geschichte, die Ereignisse, auf die man trifft.
das, worauf es ankommt. Ja, also ich habe das auch noch nie gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag es definitiv, sonst hätte ich es nicht in meiner Sammlung. Und es ist so, ich hatte früher, habt ihr mal Arkham Horror gespielt? Das leider noch nicht. Weil Arkham Horror ist das, was du beschreibst, da ist es noch schlimmer. Ach, ja, okay. Da ist es noch schlimmer. Du bist bei der zweiten Edition, oder? Ja, zweite Edition. Okay. Also nicht jetzt die vor dritte, kurzem, also vor ein, zwei Jahren oder so raus, oder vor einer rauskam. Anfang des Jahres. Ja, auf Deutsch. Ja, auf Englisch ist es schon ein kleines bisschen, oder zumindest seit der Spiel letzten Jahres draußen. Mhm. Nee, ich meine die davor, die zweite Edition, und die habe ich auch verkauft vor schon einiger Zeit, jetzt bestimmt schon vor 3-4 Jahren oder so. Hatte auch viele Erweiterungen dazu gehabt und hatte da aber wirklich das Problem, dass ich habe es zu zweit meistens gespielt, maximal zu dritt und so, und da war es einfach so bockschwer. Ja. Da ist es mit diesen Tore ist das sogar noch krasser. Da hatte man irgendwie so zweistufige Phasen, wie man nur so ein Tor schließen kann. Das war ist bei Eldritch Horror, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Es ist enorm schwierig dort gewesen, eben Tore zu schließen bei Arkham Horror. Und da habe ich sogar, obwohl ich kein Fan von Hausregeln bin, mit Hausregeln gespielt, die ich mir von Board Game Geek gezogen habe, wo man eben schnelles Torschließen machen kann, und es war trotzdem nichts. Aber an sich, das Spiel fand ich cool, deswegen habe ich mir dann auch Eldritch Horror geholt, wenn man immer gehört hat, wenn man gesagt hat, dass eben dass das bessere Arkham Horror ist, und ja, ich finde es auch schon ein bisschen besser, aber das Problem, in Anführungsstrichen, ist dort immer noch da, aber ich mag es auch. Ich liebe das Spiel total. Also wenn jemand eine Strategie da draußen hat, ob man sich als erstes aufbauen soll oder so. Schneid euch meine Frau aus und spielt mir das Spiel. Die Tore gleich schließen soll. Also wir haben alles schon mal probiert, irgendwie klappt es immer nicht. Also vielleicht hat ja jemand da draußen eine Idee. Meine super. Vermutung ist halt eben, dass man das mit mehr Spielern spielen muss. Es skaliert nicht gut. Ja. Die Regeln skalieren nicht gut. Mit wenig Spielern ist es einfach übertrieben schwer. Eine geraden Anzahl von Spielern durch. Also vielleicht 6 oder so. Ja, wirklich. Wir haben zu viert gespielt. Ja, das kann man bis zu 8 spielen. Also schon brauchst du aber ja unendlich viele Hinweise und irgendwo so eine Mysterium aufzulösen. Du kriegst ja wahrscheinlich welche auch. Dann. Okay, aber, okay. Spiel ich Twilight also, Imperium. Kommentiert bitte, kommentiert für mich. 2 Partien spielst du in der Zeit. 2, alleine, solo. Okay. So, gut. Und dann ich würde dann die jetzt, heutige oder? Liste mal abschließen. Genau. Ein Spiel aus dem Flügelpferd Verlag. Aus dem was? Flügelpferd. Pegasus. Jawohl. Okay, Pegasus hat natürlich auch nur auch 2-3 Spiele. Ein Spiel, was du in deiner Sammlung hast. Okay. Ich habe viele Pegasus-Spiele. Und jetzt schränken wir es noch ein. Ein Alexander Pfister-Spiel. Alles klar. Dann kann es nur Great Western Trail oder Mombasa sein. Ich habe beide in meiner Sammlung. Warum kann es nicht Blackout sein? Ah, Blackout habe ich ja auch, richtig. Ah, die sind sogar alle 3 nebeneinander. Stimmt. Blackout ist es nicht, weil... Vielleicht ist es doch Blackout. Great Western Trail besser ist. Sag mal, sie hat recht, weil Great Western Trail besser ist. Und was mit Mombasa? Mombasa, Kurzversion, ich habe es erst einmal spielen dürfen, weil diese Partie dann abgebrochen wurde, weil ich zu weit vorn lag und das Spiel als absoluter Mist und... viel zu viel empfunden wurde, und leider habe ich noch keine zweite Partie davon spielen können. Ich fand es super ja cool in der spielen. Ersten Partie. Ich habe selber noch nicht gespielt, Mombasa. Ach so, okay. Ja. Dann, dann könnt ihr mal los. Ich hole erstmal Blackout, oder? Ja. Great Western Trail. Natürlich. Ja. Was ist das eigentlich so richtig? Ein Laufspiel? Set-Collection? Nicht Set-Collection? Es ist ein Mash-up aus vielen Mechanismen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen, es gibt keinen, finde ich, der wirklich im Fokus steht, der hervorsticht, sondern es ist einfach die beste Mischung aus verschiedensten Mechanismen, die ich kenne. Ja. Was machen wir? Wir laufen unseren Weg nach Kansas City, wollen dabei möglichst viele verschiedene Kuharten sammeln und dann diese wiederum zu Geld machen, ne? Und verschiedene Möglichkeiten, da Siegpunkte zu sammeln. Klingt erstmal nicht wirklich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist ja auch wirklich extrem grob und abstrakt erzählt. Ja, jetzt, aber das kurz zum Thema, so wie kann man sagen. Macht aber super viel richtig, macht super viel Spaß. Also ich mag Blackout, ich mag Mombasa. Ich bin generell eigentlich ein sehr großer Fan von Alexander Pfister Spielen. Nichtsdestotrotz ist das mein Lieblingsspiel von ihm. Einfach auch, weil es, finde ich,
sehr zugänglich ist. Auch Blackout fand ich. Mombasa fand ich wiederum ein bisschen komplexer, abstrakter. Mhm. Das ist ein Spiel, das holt man nach einem halben Jahr wieder raus, liest nochmal ganz kurz drüber über die Regeln. Und das ist einfach, du machst deine drei Bewegungen. Auch thematisch eben rund. Suchst du da was raus, was du dann für eine Aktion nutzen willst. Könnt ihr noch was dazu sagen? Spoiler, es ist auch in meiner Liste. Oh, cool. Es dauert noch ein bisschen. Okay, noch höher. Dann wundert es mich, dass wir es bisher... Ja, also ich hatte das damals, du hast wahrscheinlich nicht meine Rezension dazu gesehen, aber ich habe das Spiel dort sehr abgefeiert, habe es aber eben gerade gesagt, der beste Mechanismenmix in einem Spiel, den ich wirklich kenne, wo wirklich man von Mechanismenmix auch sprechen kann und absolut Riesenfan von diesem Spiel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Wie magst du es eigentlich? Weiß ich es jetzt gar nicht. Mombasa magst du gar nicht, habe ich mit dir. Genau, also Mombasa ist... Also Blackout ist so... Ja, genau. Also obwohl Mombasa haben wir relativ am Anfang gespielt, wo wir angefangen haben. Und da finde ich natürlich für einer, der gerade anfängt, finde ich es ganz schön. Du meinst, vielleicht wäre es jetzt nochmal irgendwie vielleicht wäre es jetzt besser, genau. Ja. Also das müssen wir vielleicht mal wieder rausholen. Deswegen habe ich dich... Alle spielen wir jetzt gleich. Ihr habt alle gehört, jetzt kommt Mombasa auf den Tisch. Bis zum Schluss. Great Western Trail finde ich sehr, sehr, auch sehr, sehr schön. Ich fand halt das Thema total langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich muss mich da durchsetzen. Ich durfte es erst nicht kaufen. Er hat sich wirklich durchgesetzt und ich bin auch froh, dass du das gemacht hast, weil mir gefällt das Spiel auch sehr. Wirklich. Es ist nicht auf meiner Liste, ist knapp verfehlt. Wirklich sehr, sehr knapp. Okay. Nach Witty Cut. Ja, ich sag mal, das Thema, aber es ist halt auch mal was anderes, ehrlich gesagt. In welchem Spiel treibt man halt mal so Western-Style-mäßig irgendwelche Kühe so durchs Land? Ich meine, gibt sicherlich ein paar, aber es ist halt eben mal kein Wikinger, kein Mittelalter, die typischen Sachen halt. Ne? Ja. Obwohl, ich mag ja Western-Themen. Na? Also das mag ich ja total, aber warum Kühe? Egal. Katzen. Great Cat Trail. Ja, genau. Wäre doch mal was. Gut, wir haben es ja eben, oder ich habe es ja eben gesagt, mach mal Cut jetzt an dieser Stelle und mach einfach das nächste Mal vielleicht auch ein bisschen zügiger weiter mit unseren nächsten 5 Platzierungen, dass wir dann irgendwann vielleicht auch mal in weiter Ferne dann zu unseren jeweiligen Platz 1 kommen. Zu den wirklich guten Spielen überhaupt. Ne? Das ist jetzt, gut. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude und Spaß, euch dabei uns zuzuschauen und würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Topliste oder dem nächsten Teil dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Bye.